Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Diamant. Oh, wir waren schon auf dem schnellsten Speed. Ja, Speed, ist doch eine Droge, richtig? Ja, darauf waren wir gerade. Ich kenne mich da nicht so aus, ich bin, nee. Koffein ist, geht voll klar, aber sonst muss nicht sein. Kann ich eben nur ans Herz legen, aber muss jeder im Endeffekt machen, wie er will. Ich glaube nicht, dass ich da wirklich viel in Köpfen von Menschen ändern kann. Ja, denn im Alter, wo man im Internet herumkreuchen sollte, hat man meistens eh schon eine gefestigte Meinung. Leider gibt es aber auch immer wieder Fälle, wo 10-Jährige unüberwacht von ihren Eltern dem Internet ausgesetzt werden. Und ich sage mit Absicht ausgesetzt, denn das ist teilweise schon nicht zumutbar. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Man ist ja nicht ab einem bestimmten Alter so, jetzt bin ich so alt, jetzt bin ich reif. Ja, ich habe übrigens mir meine letzten Parts mal angeguckt und mir ist etwas aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das jetzt helfen wird, aber ich habe die Hoffnung, dass wir dadurch weiterkommen. Ich werde es ausprobieren. Uns hat nämlich, ich habe ihren Namen gerade jetzt, ich bin so schlecht mit Namen, Leute, keine Ahnung, ihr könnt 70 Jahre mit mir verheiratet sein und ich frage euch wahrscheinlich manchmal noch, wie ihr heißt. Also ich heirate euch nicht, ich heirate niemanden, bitte, nein, heirate ist das... Nein, muss nicht sein. Einfach nur, weil... Nein, das ist einfach so schwachsinnig. Das ist wie... weiß ich nicht. Yay, yeah, ich werde dich für immer lieben. Aber bitte unterschreib hier, dass du es auch tust. Und da unterschreibe ich auch. Bla. So ein Quatsch. Das ist ja... Nee. Das ist wie, wenn man zwei Hamster einfach in einen Raum einsperrt und sagt, liebt euch. Ich lasse euch erst raus, wenn ihr es tut, bla. Also, nicht so, aber übertriebenerweise. Ja, auf jeden Fall die Dame vom nicht Schönheitswettbewerb, aber irgendein Wettbewerb, die wollte, dass wir sie besuchen. In irgendeiner Wettbewerbshalle. Und das Reporterteam da unten war, glaube ich, auch wegen den Wettbewerben, für die Stadt berühmt ist, da. Ja, und ich habe jetzt halt den Gedanken, dass sie dann irgendwie vielleicht einen Wettbewerb mit uns macht und dadurch geht das Reporterteam dann auch dahin. Das ist es, glaube ich. Oh Mann. Sieht aus wie ein Kolosseum. Ah, da ist sie. Ah, Julia, okay. Oh, mein Held. Oh, hallo Vogel. Was? Nein? Wirklich? Katrin ist deine Mutter? Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Vogel nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Glitzerpuder erhalten, yay. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit dem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Naja. Nein, danke. Warst du so überrascht, mich zu sehen, Vogel? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich mal etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an, das passt besser. Vogel hält ein Smoking, oh lala. Du wirst bestimmt klasse daran aussehen. Genieße die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Tschüss, ich muss jetzt aber nicht machen, oder? Also, ich meine, schön und gut informiert zu werden über sowas, wenn man es mag, aber, da muss ich doch jetzt nicht machen, oder? Komm. Ah, okay, es geht weiter im Spiel, perfekt. Tada! Hast du mich schon wieder, warten lassen, Vogel? Wer ist inzwischen stärker, du oder ich? Wir finden es sofort heraus! Yay, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern und los geht's! Wir kämpfen gegen Barry, abermals. Inzwischen würde ich sagen, haben wir auch ein ordentliches Team auf die Beine gestellt. Noch lange kein vollständiges und noch lange kein übermächtiges, aber wir haben ein wirklich schniekes Team, ja. Mit Funkensprung haben wir eine hohe Effektivität auf das kleine Staralili. Oh, wie niedlich. Das ist ja noch nicht mal entwickelt. Welches Level ist denn das? 19? Wieso hast du das nicht entwickelt, Barry? Also, naja. Na, vielleicht ist er so ein bisschen Pedo, Poke-Pedo. Ja, das wird's sein. Bamelin. Bamelin haben wir auch eine hohe Effektivität, da es vom Typ Wasser ist. Mann, Mann, Mann. Luxio, du haust ordentlich rein, Mann.
Lass doch auch mal die anderen was machen. Bäm. Boah, ich mag das. Immer noch muss ich sagen, die Kämpfe sind schleppender und langsamer als in Pokémon. Also in den Game Advance-Teilen. Zumindest kommt es mir so vor, aber... Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Ponita, perfekt. Da können wir doch mal unser schönes Pliprin ans Tageslicht holen. Das versauert da unten ja ganz. Unten in meinem Beutel. Oder wo auch immer die Pokébälle verstaut sind. Ein Ponita. Das ist echt cool, dass du dir einen Ponita gefangen hast, Barry. Aber mit Lake wird das ganz schön vernichtet. Lake ist übrigens, habe ich auch neu erlernt, die Attacke. Beim Leveln. Als ich Alpollo, also Nebulax zu Alpollo entwickelt habe. Also gelevelt habe und dann entwickelt. Ihr wisst, was ich meine. Level 35, Gratulation. Shellcarine, habe ich irgendwas, was auf Pflanzen effektiv ist? Na, eigentlich nur Pliprin mit seiner Flugattacke, mit Schnabel. Habe ich Schnabel noch? Habe ich die vergessen lassen? Oh, warte mal. Nein, ich Depp. Aber Lake ist stark, das sollte auch Schaden machen. Mhm. Ja, da hat er die Attacke erlernt. Lake macht, wenn der Gegner unter Hälfte der KP hat, doppelt so viel Schaden und hat von sich aus schon eine Stärke von 65, was gar nicht mal schlecht ist, finde ich. Also eine Stärke von 130 dann. Oh ja, ich kann auch fies sein. Wieso setzt jetzt einen Trank ein? Das wäre in der Tat fies. Ja, aber ich glaube, du hast keine Zeit mehr, fies zu sein. Oder hast du noch Pokémon, hm? Barry. Nö, hast du nicht. Das war einfach. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Du hast es doch selber gesehen, Freundchen. Was? Du hast mein Team schon wieder ausgeschaltet? Du verhinderst doch absichtlich, dass ich der größte Trainer der Welt werde. Nein, Unsinn. Ich muss einfach mehr trainieren. Und dann eines Tages, genau, als nächstes gehe ich zur Schleie der Arena. Bis dann, Vogel. Du wirst dich wundern, wie stark ich bei unserem nächsten Treffen sein werde. Ja, beruhig dich mal, Brudi. Ah, jetzt können wir auch hier lang. Okay, da. Karte. Trost du. Können wir hier unten inzwischen schon lang? Weideburg. Mal gucken, ob das Team hier jetzt auch weg ist, weil das hätte ich gedacht, weil, dass sie denn zum Wettbewerb sind. Nö, die sind noch da, also können wir jetzt nur in Richtung Trostu. Was heißt nur, wir kommen voran, Leute. Das ist doch mal was sehr Erfreuliches. Hallöchen. Hey! Ignoriere mich nicht! Da vorne steht eine zerborstene Steinsäule. Was das wohl ist? Ich bin ja so neugierig! Wo? Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Ja, ordentlich, mein Freund, ordentlich! Die sind also, was bist denn du? Ein Pokémon-Züchter Nils? Wir gucken mit einer Pokébälle an. Ihr kippt mir da gleich einfach 700 Zubats vor die Linse. Ich merke das schon. Mobei, auch wenn es aussieht wie eine Pflanze, ist natürlich ein Boden-Pokémon. Und das ist jetzt blöd. Unlicht. Naja, macht genug Schaden. Da habe ich jetzt keine Lust zu wechseln. Und schreckt es zurück. Ah, wenn wir Schaden machen, ja, heilen wir uns ein bisschen durch Sägesang. Und er schreckt zurück durch Biss. Hier hast du den letzten Rest, kleines Mobai. Wie viel heilt denn das? Naja, es geht. Nicht sehr viel. Ist aber wahrscheinlich prozentual, vermute ich. Knospi, oh ja, da setze ich auf Pliprin. Dann können wir mit Schnabel zeigen, ja, wo der Pinguin tanzt. Ist das eine Redewendung? Ich glaube nicht. Ich habe es mir aber gerade ausgedacht. Also ist es eine Rede, die ich angewendet habe. Also eine Redewendung. Redeanwendung von mir. Ich erschaffe mir einfach meine eigenen. Akzeptiert es oder nicht. Dann geht weg. Ich kann auch ohne euch leben. Was setzt da ein? Pichu, oh Mann, ich hab nicht drauf geachtet. Oh, es ist knuffig. Es ist verdammt knuffig, muss man schon sagen. Die Baby-Evolution-Stufen wurden in diesem Spiel irgendwie ziemlich gepusht, kann das sein? Also von
von der Promotion meine ich. Man kriegt Vonaira, es gibt Klimplim, Mobai, Knospi, die sind mir alle aufgefallen. Das sind ja alles Baby-Evolutionen. Und wir haben Nils besiegt. Sehr gut, deine Pokémon sind in tadellosem Zustand. Krieg ich jetzt einen Orden oder Geld? Gib mir einfach Geld. Ich brauch deine Anerkennung nicht. Ich weiß, dass ich geil bin. Oh, ein Staravia. So eins hätte sich unser guter Freund unser guter Freund Barry hätte sich doch einfach so eins fangen können. Der hätte, ich meine, seinen Staralili hat er ja nicht entwickelt. Er ist ja ein bisschen dumm. Honig. Yay, wir haben Honig. Geh weg. Hallo Angler. Meine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Da sind wir ja der gleichen Meinung. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Okay, jetzt haben wir alle Angeln bis auf die Super-Angel. Sehr schön. Wo immer du Wasser findest, versuche dein Glück mit Angeln. Oh, soll ich dir erklären, wie man diese Angel verwendet? Nein. Wenn du nach Pokémon angelst, besteht die erste Hürde darin, dass erstmal etwas anbeißen muss. Wenn du das Pokémon dann erwischt hast, musst du mit ihm kämpfen. So hast du gleich doppelt Spaß. Yay! Nee, also im Ernst, ich finde Angeln jetzt, kann mir Spannenderes vorstellen. Aber das haben bestimmt ganz viele Leute daran Spaß und dann ist das auch legitim für die. Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Ich nicht. Nein. Tu ich nicht. Bau. Bau. Ich müsste mir da echt mal so einen Jingle zusammenbasteln. Oh, ein Doppelkampf. Wir kämpfen zusammen. Zusammen sind wir stark. Wir nehmen dich auseinander. Okay, versucht es mal, meine kleinen Damen. Emma und Ina. Mobai und Hachirizo? Ich hab's nicht gelesen. Nein, Mobai und Pantimimi, ja. Ist doch die Vorentwickler von Pantimos, vermute ich mal, oder? Unlicht auf Psycho, ja. Und hier sehen wir mal seine Attacken. Konfusstrahl zum Verwirren. Horrorblick, der Gegner kann nicht fliehen. Finsterfaust macht einfach Schaden und Nachtnebel auch, aber entsprechend des eigenen Levels. Also jetzt 25 Schaden. Finsterfaust mache ich mal auf Mobai. Oh, das macht nicht so viel Schaden. Habe ich mir mehr erhofft. Ja, sowas zum Beispiel. Aber Apollo ist ja auch erst Level 25. Aber so mit einem One-Hit-K.O. macht er schon ein paar KP wieder gut, der Seegesang. Ist auf jeden Fall keine Verschwendung. Ja, wirf einen Geist mit Steinen ab, genau. Genau, mein Lieber, ja, realistisch. Aha, ich mach dir Schaden. Und ich töte dich. Ein Volltreffer. Ach, das hätte auch so geklappt. Ein Level-Up für Apollo. Level 26, sehr schön. Und Emma und Ina wurden besiegt. Nein! Ick! Ich habe das gerade versucht nachzuahmen, wie es für mich klang, dieses Ick. Ein wildes Pikachu. Sprechen wir es an. Ich möchte kein wildes Pikachu ansprechen. Das macht doch gleich Pikapi. Hallo, ich bin ein Pokémon. Was? Hallo, Bill. Ich hoffe, alle haben diese Anspielung verstanden. Ah nein, Pokekind Sieglinde. Okay, es ist nur ein Kind im Pokémon-Kostüm. Und es hat wahrscheinlich ein Pikachu, oder? Ja. Oh, wie cool, es blinkt und zeigt seine Elektrizität. Oh, wie cool. Wie cool. Wir setzen einen Biss ein. Oh ja, das hat ordentlich reingehauen. Wir sind paralysiert durch die Statik von Pikachu. Finde ich ein bisschen unrealistisch, dass Elektro-Pokémon paralysiert werden können und Gift-Pokémon vergiftet werden und so weiter. Ich bin so wütend! Das könnten sie gerne mal rausnehmen. Als ich neulich joggen war, hat mich ein wildes Pokémon gejagt. Ich sage dir, ich hatte solche Angst, dass ich meine bisherige Bestzeit weit unterboten habe. Ein Stein. Noch ein Stein. Und das war bestimmt mein Turm. Jetzt ist es ein Haufen alter Steine. Oh, ja. Yeah. Ja, ich hab's gelesen. Lass mich raten.
Da geht's Richtung Tipps für Trainer. Du kannst ein Basis-Item mal... Boah. Nee, ich rede nicht mehr mit diesen Tipps. Wenn es dich nicht stört, würde ich gerne gegen deine Pokémon kämpfen. Eigentlich ja schon, ich wollte die Folge jetzt beenden, du Züchterin Janina mit deinem Panty-Mimi. Aber gut, dann mache ich eine Ausnahme. Du wirst in dieser Folge noch abserviert. Freu dich, du bist was Besonderes. Du bist Deutschland. Du bist verschuldet. Du bist, naja. Besser als viele andere Staaten, also von der Lebensqualität her, muss man ja mal sagen. Bei Deutschland meckern ist Meckern auf einem hohen Niveau. Dennoch ist es nicht irgendwie so, dass man nicht meckern sollte. Das wäre ja Quatsch. Dann würde man ja nicht vorankommen. Aber so ist der Mensch ja eh nicht. Der meckert ja eh immer. Auch wenn es eigentlich nicht zu meckern gibt. Bitterkuss, was macht das? Uns verwirren. Oh, wie unfair. Triff Luxio. Ja, sehr schön. Das kleine Pi da. Es ist zwar niedlich mit seinen kleinen Hörnchen und seiner kleinen Wirbellocket obendrauf. Aber, ja. Knospi. Oh, ich mach das auch noch mit Luxio. Weil unser kleiner Pinguin, der ist eh schon viel zu weit overlevelt. Wachstum erhöht welche? Den Spezialangriff, okay. Ah, wir sind schon nicht mehr verwirrt. Wie gut. Okay, das war recht einfach. Naja, 14 Level Unterschied ist einiges. Hihi, sie haben sich durch viel Zuneigung gut entwickelt. Ah, da wird erklärt, dass sich Pokémon mit Zuneigung entwickeln können. Ah, hier lag was. Okay, ich dachte es mir, es sieht schon so aus, dieser Krater. Gut, dann würde ich sagen, hier beenden wir die Folge. Ich speichere. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten und den Tag ein bisschen verschönert. Das ist immer was Tolles. Bewertet das Video, wenn euch das nicht zu lang dauert. Und ja, ansonsten macht's gut. Euer Vogel. Tschüss.